So, auf ein neues. Altes. Auf geht's. Okay. Ba 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 da. Okay, letztes Mal wurde ich gefasst. Ich erinnere mich, die haben mich gesucht, genau. Ich habe mich erfolglos versteckt. Mhm. Das war doof. Moment. Ich muss die Kamera ein bisschen höher machen. Ja, ist schon besser. Okay. Wo genau war das? Flieh aus dem Kliniksektor. Alter, die Musik! Meine Güte! Ey, das ist der Hammer, oder? Die Musik. Kann ich irgendwie ein bisschen lauter machen? Ne, die Musik, nur die Musik, oder? Ich müsste alles andere runterstellen und dann allgemein. Das kann ich machen. Also auf 80, Hauptlautstärke 35. Anwenden. Alter! Jetzt alles lauter, oder? Verdammt! So, oder? Bisschen laut, oder? Immer noch so ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Aber ich sehe nur bei meinem Pegel hier. Das ist ja doof. Auf 50 mal hier. Ja, deshalb bin ich ins Gebäude rein. Verstecke ich mich einfach mal hinter der Wand hier. Haha! Alter. Okay. Oh, 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 oh. Und hier haben sie mich geschnappt das letzte Mal. Ich erinnere mich. Also hier irgendwo in dem Gebiet hier. Alter. Oh, oh, oh. Wo wollen die denn hin? Okay. Kann ich mich bewegen jetzt? Geht der hin? Okay, ich hab. Yes! Okay.
Schon sehr beängstigend hier. Yippie! Ja, das war schon sehr creepy. Die geile Musik, ne? Die Musik ist so gut. Die kommt so gut. Meine Suche ist endlich vorbei. Die Soldaten, die ich aus der alten Uniklinik gerettet habe, werden... Ah ja, genau, die habe ich ja gerettet. Stimmt, ja. Das sind bestimmt Infiltratoren oder so. Hallo? Oh, thank God, you're finally here. Yeah. How did it go? Did you find the soldiers? I did. I helped them escape from that hospital. You don't give up on your people, do you? I like that. So what now? They're supposed to come for me soon. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them? I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it, but she was just as worried as I was. Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Mm-hmm. Sorry, that was a bad joke. I tend to do that when I'm stressed. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? The mustache. I'm sorry, don't mind me. Aha. What was he like? He was a kind and hardworking man. But he was clever, too. He would constantly... This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, "Welcome," on the side of our house in Pasadena. Believe me, now... Not at all. Yeah. He was always full of bright ideas. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven. A home for everyone who lost theirs. We were like a family with an endless supply of... I guess my father wanted to help with the war. Als hätte er vielen geholfen, genau. Ah, komm, was soll das? He did. Bisschen aufbauend hier right sein. Till the very end. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him, and he loved having them around. This really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote, because his team was playing. They always laughed at it. I'll never understand why. Was he a sports fan? I don't think so. He had a jersey that he wouldn't let anyone touch. But look at me. Okay. Hä? Ah, hier habe ich schon alles links gemacht. Okay. Die Frage ist jetzt, Achso, ich habe ja ein volles Inventar, ne? Das ist das Problem. Und ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, was ich hier entsorgen kann. Probleme über Probleme. Oder ich baue Sachen. Der Laden hat ja auch Sachen. Das heißt, die könnte ich ja theoretisch wieder zurückkaufen, oder? Wahrscheinlich teurer. Was kostet das Ding hier? Preis 200. Ja, ich kostet auch 200. Eigentlich kann ich die Sachen ja zurückkaufen, oder? Eigentlich ist es nicht mehr als eine Lagerstätte. Ich könnte quasi die Uzi oder die Pistole feilspieten und dann für dasselbe Geld wieder kaufen, wenn ich es unbedingt brauche. Da will ich nämlich jetzt mal die Pistole ablegen. Oder? Wenn ich jetzt die Pistole wieder kaufen, kostet wieder 50. Ja, perfekt. Dann Pistolmunition dann genauso. Ja, wobei, davon finde ich ja noch einiges, ne? Ich habe gar keine Pistolmunition. Hä? Das glaube ich nicht. Hä? Medikit? Hä? Ich habe wirklich keine. Krass, okay. Medikit 1, Medikit 2. Ja gut, die sind schon wichtig, oder? Ja, so wie ich spiele auf jeden Fall. Aber so Sachen, ich stelle jetzt mal Sachen her und den Rest verkaufe ich. Ich kann es immer wieder kaufen. Wenn ich das richtig gecheckt habe. So, genau. Ich baue jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt, wie viele Dietrich habe ich denn? Ich habe 16 Dietrich, die reichen ja wohl. Das heißt, ich baue irgendwas anderes.
Zum Beispiel sowas hier, rote Plasmazellen, falls ich mir irgendwann mal das Plasmagewehr benutzen kann. Oder Rohrgranate. Wie viel habe ich schon Rohrgranaten? Die finde ich auch toll. Zwei. Ah ja, okay. Genau, davon baue ich eins. Herstellen. So, und dann... Ich habe gar keine Schrotflinte mehr, fällt mir ein, oder? Nee. Das heißt, die Schrotpatronen kann ich auch verkaufen. Kann ich wieder selbe Geld kaufen. Okay. Perfekt. So. Und jetzt? Wie viel Gewehrmunition habe ich? Das ist ja wichtig. 53. Das ist nicht viel. Und Uzi. Achso, Munitionstyp Pistolenmunition. Achso, deshalb habe ich keine Munition mehr für die Pistole. Jetzt habe ich verstanden. Ich brauche mir trotzdem. Was ist denn der Unterschied zwischen Gewehr, Pistole? Energiezellen brauche ich dafür. Ah. Davon habe ich kaum was. Ah. Aber dafür habe ich Altmetall und Chemikalien ohne Ende. Kann das sein? Auch nicht. Elektroteile. Nee. Aber das kann ich auch. Nee, kann ich das kaufen? Ich bin überfordert, aber ich mache mir mal Gewehrmunition. Herstellen. So. So, und dann. Das reicht aber nicht. Ich sollte noch ein bisschen Gewehrmunition kaufen. So, okay. Und jetzt verkaufe ich. Was ist das? Sprengstoffmaterial. Das bleibt ja hoffentlich dann da im Bestand drin. Falls ich das zurückkaufen will. Oder er hier. Oder er hier. Was hat hier? Das hier war Energiezellen. Ja, die behalte ich mal noch. Oder die kann ich eigentlich. Ich kann eigentlich alles wegmachen. Ich kann es ja wieder für denselben Preis kaufen. Macht Sinn, oder? Jetzt stashe ich die drei Dinger hier einfach. Es ist einfach wie ein Stash, würde ich sagen. Einfach wie in der Kiste hier. Mit Handeln hat das eigentlich nichts zu tun, ne? Ich könnte sogar hier das Gewehr stashen, oder? Habe ich aber Angst. Gestashed. Okay. Weiter geht's. Kann ich irgendwas tun hier? Ne, hier habe ich schon alles getan, oder? Ja. Was hast du mit der Gastfreundlichkeit? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Ist sie das? Ja. Okay, alles klar. Hallo? No need to worry. I'm fine. Who said I was worried? I've been thinking a lot about it, and if I can, I've decided to join the Resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. I just hope you're better supplied over there than we are. I see you've got those antibiotics. I asked him if he brought a shovel with him. If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Also, okay. Ey. Neue Mission hinzugefügt. In den Sturm. Welcher Sturm? Ah, hier. Ist das der Sturm? Hallo? Aufwachen. Mission. Was habe ich noch so? Also, ich habe nur eine Mission. Okay. Meine Suche ist endlich vorbei. Leg dich schlafen. Okay, das kriege ich hin. Jetzt habe ich einen Albtraum bestimmt, oder? Einige Tage später. Oh, habe ich lange geschlafen. Okay. War ganz anders. Ach nee, wirklich.
Good luck out there. Dankeschön. Zu freundlich. Soll die Grafik so aussehen? Sieht ein bisschen komisch aus, habe ich das Gefühl, aber es ist alles episch bei mir. Sieht episch komisch aus. Okay. Bisschen verwaschen aus, aber vielleicht soll das so sein. Das soll bestimmt so sein. Hallo? Hallo? Private Rivers. Yes, sir. I've got a message from South Division's Field Commander Baron. She's agreed to meet with you. She set up a rendezvous point at the unfinished metro station. You'll need to enter the canal system under the bridge. The meeting's supposed to take place tomorrow, so I suggest moving out soon. Understood. And, Rivers, because of what you did for our guys at that hospital, I'll give you a heads up about Commander Baron. Uh-huh. Don't expect a warm welcome. Ah, yeah. Dann tschüss. Looks like you're leaving us soon. Aaron wants to join me. What about you? What do you think about enlisting? Me? No. Me! I still have hope I'll get that bus running again. Also, I don't like the attention Skynet's given you guys. I'd rather stay as far from the line of fire as possible. Patrick, get back here! Patrick? You better go see what's going on. Ja, war ja klar. Ich muss wieder hier alles richten. Was ist los hier? Is everything all right? Patrick's decided that he wants to be a scavenger. Mm-hmm. And now he won't come out, even though I'm worried sick he'll get stuck. Get back here right now, Patrick! Mm-hmm. But there's lots of cool stuff in here. Mm-hmm. You told me it's our job to find stuff for the group. Sieht an, was da drin ist. Das war super. Obwohl, pragmatisch oder eher empathisch? Ich überlege gerade. Nee, komm, ja, ich bin pragmatisch. Patrick, what do you see? Maybe there's something valuable there. I think I see something. Wait, I'll go deeper. Ich fühle das nicht. No, get back here right now. Jeez, Jacob! Patrick! I'm all right. I'm all right. I've got something. Oh, guck mal, er hat was. Check out this book I found. Buch? Good job, wow. Patrick. It's a military training manual. Nice. That's a lot, Rivers. Nice. What was that all about just now? I've got a meeting with Commander. Überleben. I'm leaving soon. Okay. I'm going with you. And don't even try to stop me. Are you sure? What's the matter? Don't they let you boys bring dates? Ha ha ha. Hihi. Hey, Fertigkeitspunkte verfügbar. Hey. Nice. Don't worry, kid. She's just worried about. Aber hier war noch irgendwo noch hier, genau. Hier war der verriegelte Tür. Krieg ich die schon auf? Ich weiß But das gar nicht never mehr. Lets me do anything. Ich glaube ja, oder? That's what older siblings do. They look out for us. Ah ja, doch. Da! Verdammt! Aha. Was your brother like that too? Well, not really. Ui, ganz viele Sachen. Wow. Okay. Ich weiß, ich brauche heute, mir wach zu bleiben, aber ich werde müde. Ich werde nur kurz die Augen zumachen. Okay. Sehr kurz, so wie es aussieht. Flipper, wie geil. Was wird denn gespielt hier? Afghanistan, was? Heavy Fire. Da geht nicht mehr. Schade. Was das hier im Plündern? Hier ist nichts mehr, ne? Ist mein Inventar schon wieder fast voll. Verdammt. Ich hab schön Schild leer gemacht. Jetzt schon wieder voll. Muss ich gerade wieder leer machen, oder? Moment. Ich muss wieder leer machen gehen. Also, das wäre hier, er hier, er hier. Ich
großen Stash ich wieder, weg damit. Ja, das war's, oder? Ja, die Uzi brauche ich nicht, ich habe keine Pistolenmunition. Theoretisch brauche ich die nicht. Oder ich hole mal Pistolenmunition mit. Sicherheit. Ich überlege noch. Ja, komm, scheiß drauf. Okay. I'm ready. Oh, falsche Richtung. Ich glaube, ich verlaufen. So. Ich bin nochmal weg. Tschüss. Hallo. Okay. Ich werde ihr endlich die Nachricht über die Existenz einer neuen Bedrohung überbringen können. Halb Mensch, halb Maschine. Okay. Der Infiltrator oder was? Ist alles alright? You seem a little out of it. Sorry. I probably shouldn't zone out like that with a gun in my hands, huh? Am I making you nervous? Wenig. Yeah, a little bit. I guess you should be. I don't have any formal training like you. I never even held a gun until recently. Can I be honest with you? Yeah. Sure. There's a reason I decided to come here with you. I want to meet Commander Baron myself. Jetzt weiß ich, was es ist. Oh, they're here. Sie will ihn treffen, um ihn umzulegen, weil sie ist ein verdammter Terminator. Nee, oder? Der Sohn. Da ist er. Okay. But then I started thinking, who is Private? Wenn sie jetzt erschossen wird, dann ist mir alles klar. Treat him as anything other than the deserter he is. So right now I'm hoping you give me a good reason why I shouldn't just skip the court martial and execute you where you stand. This is bullshit. And who do we have here? A brave scavenger? Rivers, do you always bring unauthorized civilians to fight your battles for you? We would have got to you sooner if you hadn't pulled out all your troops from Pasadena. People died there because of you. And what did you do about it? Did you pick up a gun and fight back? Or did you run like you sewer rats always do? Wie nett. Wem halte ich denn zu? Ihr oder ihr? Ich muss gerade überlegen. Ich finde sie beide unsympathisch, ne? Also halte ich ihr zu. Ja, komm. Stay out of this, Jennifer. This doesn't concern you. Ja, okay. Yeah. Today is all about Private Rivers. So what can you tell me that I don't know already? A few weeks ago, the outpost I was stationed at was ambushed by a Terminator, I think. It was half man, half machine. The entire Pacific Division was wiped out by a single enemy. Half man, half machine? What are you talking about? How did your men let an enemy get that close to you? We didn't know it was a machine. It could walk, talk, bleed, sweat. There was no way to distinguish it as an enemy. It infiltrated us perfectly. Mm-hmm. This infiltrator, is it still alive? I'm not sure. Okay, for now keep everything to yourself. I don't want any rumors, especially since you only think you saw something. Skynet's coming. We're not done here yet, Rivers. Take this plasma. You're a resistance soldier. Time to act like one. Ich hab da schon Plasma. Neues, anderes Plasmagewehr. Skynet-Technologie, Fertigkeit, Waffe 3 erforderlich. Und das kann ich immer benutzen. Schaden 65, 75. Oh, das ist noch geil. Okay. Was sind da für drei Dinger hier? Was sind das für drei Sachen hier? To your positions! Drones! Up there! Fire at will! Take cover! Ah. Don't be shy, Rivers. This is a great time to attack me. Ich heile mich mal. I think I got one.
Boom. More will come. We need to move. Oder plündern sie erstmal. Dom 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 dom. Jawohl. Get that door open. What the fuck? Fall back! Fall back! Was? Kommt da jemand? Eyes on that door. Terminators! Oh man! Krass! Oh, da kommt noch mehr. Go clear! Oh no, it's not. Nice. Go! Oh. Plündert noch. Oh fuck! More metals! Up there! On that balcony! Ganz schön gemein hier. Shoot those gas canisters! More drones! You with that AK! Take care of them! On it! Alter! Finden. Ich hätte ein paar Stoffreste gefunden. Da ist Ammo. Hallo! It's complicated. Ich bin gerade komplett hier vertieft, ne? Ich bin gerade äußerst angespannt. Mit der Situation. Mein Rucksack ist voll. Why? Oh. Puh, das ist ganz schön hier Gänsehaut reibend, ne? Ich muss gerade hier einen Schluck trinken. Ich muss ja ein bisschen runterkommen hier. Pause. Spiel ist pausiert. Okay, tief durchatmen. Okay. So, ich habe 5000 Plasmakanonen dabei und ich brauche wahrscheinlich keine davon. Moment, ich habe Fertigkeitspunkt. Ich kann doch bestimmt irgendwas hier aufleveln. Hier, Waffen 3 brauche ich. Level 12, ich bin Level 10. Aber ich skille schon mal dahin. Okay. Das bringt mir auch noch hier einen Schadensvorteil. Okay. Und jetzt? Wie Punkte habe ich denn noch? Sind das die Punkte, die ich habe? 6 Stück oder was? Nee. Ich bin überfordert. Besser knacken, Level 3. Ja, mach das. Ah, Level 12. Herstellen. Hacken. Einfache Terminals. Hacken. Keine Ahnung. Hacken ist bestimmt gut. Rucksack ist natürlich auch schön, ne? Er hat das. Ist bestimmt auch schön. Herr der Ringe, schon geschaut. Ich wäre mal wieder für einen Nerdgeplauder. Herr der Ringe, hab ich. Ist jetzt schon eine neue Folge draußen? Ich habe die ersten 2 Folgen geguckt. 2 Folgen, oder? Keine 3 Folgen. Oh, Nerdgeplauder. Da habe ich sogar schon mit dem Core drüber geredet. Aber schon länger her. Schon wieder 4 Wochen her.
Freitag. Ah, Freitag kommt die neue, okay. Heute kommt aber dann She-Hulk, glaube ich. She-Hulk ist, glaube ich, Dienstags. Oder Donnerstags? Ich habe keine Ahnung. Nee, Donnerstags war The Boys damals. Aber egal, Freitag kommt die dritte, okay. Ja, habe ich geschaut, ne? Bisher ist schön, ne? Bisher ist gut. Schauen wir mal, wo es hinführt. Besonders, also mir haben am besten die Szenen gefallen mit den Zwergen halt, ne? Das war cool. Der Elb und der Zwerg. Fällt mir immer. Ja. So, ich mach mal, ich lasse mal. Ist ein bisschen laut, oder? Okay, ist ja auch ein bisschen spannend jetzt hier. Kann ich eigentlich die Leitern da hoch? Wahrscheinlich, ne? Ah! Abgestürzt. Nee, oder? Egal. Ja, genau. Ah, ich wollte irgendwas wegwerfen. Oder meinen Rucksack erweitern. Die erste Folge war etwas zäh, aber die zweite fand ich klasse. Ja, es ist trotzdem... Ja doch, das war ja die mit den Zwergen, ne? Die zweite Folge. Hm. Ich fand das mit der, die ganze Szene, glaube ich, mit der Galadriel, wo die, zuerst nach Valinor wollte und dann wieder zurück ist, ne? Das fand ich so unnötig langgezogen. Der ganze dann Schiffbruch und so und bis sie wieder an Land war. Boah, das war eigentlich so unnötig, dass man das so lange in Länge zieht, ne? Aber ansonsten war es okay, ne? Es ist eine gute Einleitung. Schauen wir mal, wo es hinführt. Ich meine, bei den Filmen war es ja ähnlich, ne? Weil die Gefährten war ja eher so ein bisschen aufbauend. Und deshalb darf man jetzt auch noch nicht so viel erwarten, sag ich jetzt mal. Aber, schauen wir mal, ne? Schrotmunition. Ich muss gerade überlegen, soll ich irgendwas wegwerfen dafür? Aber die sind bestimmt teuer, die Dinger hier. Egal. Lass einfallen. Scheiß drauf. Okay. Let's go! Hallo. You can be sure there's gonna be more. Ja, okay. Wie viel Munition habe ich überhaupt noch? Ah, ganz viel. Okay. Ich komme schon! Armored spider ahead! Don't let it get near you! More Terminators! How many? I count three! Oh, scheiße! Ich sollte vielleicht mit voller Gesundheit dahin. Ich heile mich mal zuerst mal. Okay. Schon besser. Und jetzt gehe ich direkt in Deckung. More Terminators! So, jetzt so geht's. I count three. Alter! Au? Was war das? Ganz schön schwer hier. Armored spider ahead! Don't let it get near you! More Terminators! How many? I count three! Oh mein Gott! Sie haben getötet, ihr Schweine! Genau so war das. One less! More incoming! Keep your position! Munition. Da ist Munition. Got grenades? Fucking throw them!
Aua! Der schießt denn da wieder auf mich? Alter, warum schießen die alle auf mich? Hier. Follow me and keep your heads down. I'm getting us out of this. Ich brauche Munition. Mehr Munition bitte. Mehr Munition. Hallo, haben Sie Munition für mich? Besser. Okay. Okay. Aha. Nein! Mein Rucksack ist immer voll, ne? Mein Rucksack ist immer voll. Eine kleine Spende Munition. Ja, das ist wichtig hier anscheinend. Was mache ich denn jetzt? Diese Dosengranate. Ich meine, ich habe irgendwas wegwerfen. Vielleicht die Stoffe zum Beispiel. Oder nochmal so eine Gun. Ich würde die gern verkaufen, die hier. Komm, ich werfe die Stoffe weg, oder? Nicht sicher. Ne, komm, ich schmeiß die Gun weg. Verdammt! Verdammt! Okay. Bum, 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 bum. Luthers will be shot. Oh. Oh, das wusste ich nicht. Ich leg wieder alles zurück. Was war das? This was an ambush. They knew we were coming. How did they know? Die haben einen Verräter unter uns. The annihilation line getting closer. They must have eavesdropped on our conversation. We're on their radar now. Aha. God damn it! They were waiting for us. We're surrounded. Take positions. I got this. Leaving already? There's too many of them! Hold it! Through here! Come on! Follow her! Was? Flieh aus dem Gebiet und vermeide die Hunter-Killer. Kann man die vermeiden? Echt jetzt? Ah! Ah! Was war das jetzt schon wieder? Ist auch schwer, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wo waren die alle hin auf einmal? Ich hab den Anschluss verpasst. Ich hab den Anschlusszug verpasst. Verdammt. Nee, ich bin schon wieder hier. Echt jetzt? Armored Spider ahead. Das ist dein Ernst. Don't let it get near you. Alter. More Terminators. How many? I count three. Schon wieder hier. Also sonst geplündert. Hm.
Ja, ist ein bisschen laut, oder? One less! More incoming! Keep your position! Schon wieder alles plündern, ne? Meine Güte. Got grenades? Fucking throw them! Meine Güte. Follow me and keep your heads down. I'm getting us out of this. Das habe ich schon alles gemacht. Das habe ich ja schon mal alles gemacht. Muss ich das Ganze schon wieder machen. Okay, jetzt kommen wieder die Elektroteile. Okay. Jetzt kommt die Stelle, wo ich wieder drauf gehe. Kann ich speichern vielleicht? Vorher. Kann ich die speichern? Nee, ja, nicht. Hier war nix, ne? Nee. This was an ambush! They knew we were coming! Jetzt versuche ich mal bei der Gruppe zu bleiben. Line getting closer, they must have eavesdropped on our conversation. Ich war zu langsam. We're on their radar now. God damn it, they were waiting for us. We're surrounded. Oh, man. Take positions. I got this. Leaving already? There's too many of them. Hold it. Through here. Come on! Follow her! Nee, oder? Ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Nee, oder? Och, nö! Bitte nicht! Oh, Gottes Willen! Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr, ne? Aber eigentlich gar keinen Bock mehr jetzt. Ich könnte eigentlich aufhören. So, ich muss wieder weg. Alles klar. Ist complicated. Dann mach's gut. Schönen Abend noch oder so. Schönen Restabend. Nee, ohne Witze. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich überlege gerade. Nee, ich mach nur einmal, mache ich's. Aber wenn ich noch einmal selber machen muss, dann werde ich das Spiel wahrscheinlich für eine lange Zeit nicht mehr spielen, ne? Weil ich dann keinen Bock mehr habe. Auf diese Stelle hier. So, okay, weiter geht's. So. Armored spider ahead. Don't let it get near you. Kann ich verstehen, ja. More Terminators. Für immer wieder dasselbe. Mach keinen Bock. I count three.
incoming! Keep your position! Ich bin nur am Heilen. War's das? Let's keep moving. Ja, jetzt war's das. Almost there. Got grenades? Fucking throw them! Oh. Follow me and keep your heads down. I'm getting us out of this. Ah, yeah. Okay. So, Elektroteile zum dritten Mal. Und Sprengstoffmaterial. So. Und mal wieder hier. This was an ambush. They knew we were coming. How did they know? With the annihilation line getting closer, they must have eavesdropped on our conversation. We're on their radar now. God damn it! They were waiting for us! We're surrounded! Take positions! I got this! Leaving already? Wir sind gleich tot. There's too many of them! Hold it! Through here! Come on! Okay, jetzt sieht's gut aus. Watch out! Take cover! No, don't! We need to help him! He's dead. You want to help someone? Help yourself and take his rifle. Okay. More of them up here! Bin gespeichert. Stay low! Don't stop shooting! Da ist wieder tot! Aber ich hab keine Heilung mehr, das ist schlecht. Was mache ich denn jetzt? Ich kann mich nicht heilen. Get inside!
Oh nein, werde sterben. Na doch nicht. Oh, Heilung! Heilung! Ich brauche Heilung! There's a shortcut that'll get us out of here. We just have to make our way to that industrial building. As soon as that aerial moves, we run. Ich habe keine Heilung mehr, ey. Was soll ich machen jetzt? It's clear. Go! Ich bin gespeichert, ich habe keine Heilung mehr, super. Kann ich irgendwas bauen? Ne, wahrscheinlich nicht. Okay. We're getting close. Ich finde doch gar nichts hier, ne? Null. Na, ist klar. Keep going! Abgestürzt. Shoot that thing. Echt jetzt? Jacob, get up! Was soll ich tun? Achso, weiterrennen. We'll cover you. Oh, geil! Ich hab ein Helipack, ey. Ich bin da gut, ich gehe ja schon. Oh, das Heli. Das Heal Pack hat mir jetzt geholfen, ne? Du bist den Arsch gerettet. Thank God, you're okay. Save that for later. We're not safe yet. We need to get the hell out of here. Where to? The shelter! Krass, okay, das war knapp. Das eine Medipack hat mir das Leben gerettet. Das letzte am Schluss. I'm sorry about before. And I'm sorry about your soldiers. No need for that. You'll have a hard time getting up every morning if you dwell on that too much. Machines don't do that. And if we want to destroy them, neither can we. Rivers, since Pacific Division no longer exists, you will now answer to me. That makes you a part of TechCom. Congratulations. No more sitting around waiting for Skynet to come to you. Over here, we go out there and meet the enemy face on. Super. This is it. Resistance Shelter, South Division. Baron, DN38217. Commander. Commander. Bear with me. Shepard, Commander. Oh, guten Tag. Ich gehöre zu ihr. Where are the others? Where's my husband? They're dead. Oh, okay. Over here is our quartermaster. If you need anything beyond the standard issue equipment, work it out with him. And here's Alvin, residing chief Egghead. I prefer laboratory director. Like I said, Egghead. He supplies all TechCom units with weapon modifications. Everything looks well organized. It is. Everyone pulls their weight here. If someone doesn't, we become weak. And you can probably imagine where I stand on being weak. Awesome. I'll get right to it. There's a reason I decided to meet you.
We intercepted some interesting data. It turns out you're part of a prestigious group. A group of people that Skynet marked for termination. See, John Connor, the leader of the Resistance, is number one on that list. Then, there's me. Echt jetzt? I know, I'm flattered. Every day, we lead, we fight, and we plan on how to destroy Skynet's central core. So I know exactly why we're on that fucking list. But why would Private Rivers be number three? That infiltrator said something about me being marked for termination. Huh. Interesting. I'll have to have a word with Connor about that. And that brings me to my second point, your first assignment. After the Annihilation Line got to Pasadena, Skynet started building installations there. I want you to go there and collect some intel, so we know what we're up against. Sounds dangerous. It will be. Check with Alvin before you go. He'll have something for you. Remember, you might be valuable to Skynet, but the way I see it, you're still a private. Dismissed. Das heißt wegtreten, nicht abtreten. Hallo? And Rivers, civilians don't need to know about what happened out there. Ah. Los Angeles. Okay. Was steht hier Schönes? Sehr, sehr schlechte Schrift. Sprich mit Alvin. Okay. You're going back to Pasadena? Can't imagine what it's like there now. Ich guck mich mal ein bisschen um hier. Guten Tag. Achso, Moment, habe ich irgendwelche Fähigkeitspunkte? Level 11. Also fehlt noch ein klein bisschen, ne, für ihn hier. Ein bisschen fehlt hier. Kann ich vielleicht, hacken? Komm ich mal hoch. Oder Rucksack. Komm, er hat das auch nicht verkehrt. Hacken, ich will mal hacken. Kostet alles nur eins. Ich habe ja noch 4 Punkte. Ah, jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt gespart hätte, hätte ich können Schlösserknack 3 holen plus im nächsten Level Waffen 3. Verdammt! Das war zu voreilig von mir. Kann ich das rückgängig machen? Nee, ne? Natürlich nicht. Deaktivieren. Nee. Abgesperrt. Was soll das? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nö. Hallo? Ah, Werkbank! Die gute Werkbank. Habe ich denn dabei? Naja, achso, ich bräuchte Medikits. Kann ich nicht bauen. Brauche ich einen Handelsposten? Wo ist ein Handelsposten? Hallo? Hey, it's a Pacific Division uniform. Toll. He's a long way from home. Hallo? Abgesperrt? Gesperrt, gesperrt? Gibt's hier keinen Händler oder so? Man weiß es nicht. Hallo? Da ist einer, oder? Nee. Aber doch, Quartiermeister. Oh, hier Waffen hier. Hallo, Herr Quartiermeister. Du hast ja hier Raketenwerfer. Gedöns. Was macht denn der da? Ah, okay. Ich komme später wieder. Nein, nicht verlassen. Ich muss erstmal hier mit dem Typ reden. Ich habe nichts zum Handeln gefunden. Ah, ich habe eine Karte hier. Werkbank. Das war's schon. Okay. Ah. Da bin ich jetzt schon wieder. Zu weit gelaufen. Da muss ich. Hä? Da muss ich hin. Ah ja.
Ah ja, das ist er. Gut, ha. Kann ich irgendwas hier tun für sie? Da ist was. Haha! Durchs Gitter gegriffen. Weil ich es kann. Ist das ein eigener Raum? Ah, da komme ich von hinten dran anscheinend. Ich versuch's gleich mal. Da ist ja noch mehr, ne? Ja, komm, ich versuch's jetzt mal. Also hier, dann links irgendwo. Ne, nur eins weiter. Hier rein. Haha! Ne, ist abgesperrt. Was soll das? Ja, da muss ich rein. Wie komme ich denn da hin? Hier wahrscheinlich. Okay. Also links und nochmal links oder so. Genau. Links und nochmal links. Ist das kompliziert? Jetzt aber, oder? Haha! Der gute Dietrich. Gibt's noch so einen Geheimraum hier? Ich glaube nicht. Alter! Hä? Ist der einfach krepiert? Hab ich ein bisschen Angst bekommen jetzt gerade. Okay. So, jetzt endlich mit dem Alvin reden. Muss mal, wie weitergeht. Hier. I hear you have something for me. I do. Commander Baron wanted me to show you how to customize your weapons. Something I've been working on for some time now. You see, your standard phased plasma is in a 40-watt range. However, you can upgrade its damage, shooting rate, or stability using decoded chips. The same ones you've been collecting from fallen Terminators. You can do the upgrades yourself. When you're done, go to the quartermaster. I believe he has something for you as... Oh, was ist denn hier los? Plasmawaffen können mit Skynet-Chips verbessert werden. Öffne das Inventar, wähle eine Plasmawaffe aus, die du verbessern möchtest, drücke Verbessern. Schließe den Schaltkreis, indem du drei Chips in den Slots miteinander kombinierst. Jedes Chipende muss auf beiden Seiten... Achso. Nehmen wir nochmal. Jedes Chipende muss auf beiden Seiten mit dem angrenzenden Chip übereinstimmen. Achso, wie Domino. Miss Complicated ist schon wieder weg. Ich hab's eigentlich gehabt. Ja. Okay, kann ich irgendeine Plasmawaffe verbessern oder muss das die eine sein? Kann ich auch die hier verbessern? Achso, kann ich gar nicht anziehen. Okay. Jawohl. Die war sehr in Eile, glaube ich. Ja. So, was mache ich denn jetzt? Inventar, was mache ich jetzt? Verbessern. So. Schließe den Schaltkreis. Ich habe das schon verstanden. Okay, das mache ich jetzt. Mache ich jetzt so weit hier rein. Und dann Stabilität, ne, geht gar nicht, ne? Das hier geht. Stabilität und dann Dreier brauche ich noch. Feuerrate vielleicht, ne, Schaden vielleicht. So, halt hier, so, zack. Schaltkreis getrennt, weil, passt doch alles. Achso, die Äußeren müssen auch noch passen, oder was? Echt jetzt? Hä, wie geht denn das? Wie soll denn das gehen? Da brauche ich hier rechts, links brauche ich dann 3 und dann, 3 auf der rechten Seite. Ah, hier zum Beispiel, eher hier. 2-mal Feuerrad, 1-mal Stabilität, da mir egal. So. Habe ich schön gemacht. Natürlich. Okay, zurück nach Pasadena. Okay. Ich habe hier schon harte Feuergefechte geliefert, ne? War kurz vorm Verzweifeln. Weil der hat einen Checkpoint so scheiße gesetzt. Wo bin ich jetzt? Falsch. Der hat einen Checkpoint hier so scheiße gesetzt, dass ich 3-mal oder 4-mal musste dieselbe Dingsbum spielen, ne? Immer wieder dasselbe spielen.
keinen Spaß gemacht. Aber ich hab's dann irgendwann noch gepackt. So, Kollege, was ist los? I'm Private Rivers. You got something for me? Yeah. I've been told you're using old goggles from the Pacific Division. Those aren't even standard issue anymore. Commander Baron asked me to hook you up with the latest version. These babies come equipped with a high-quality camera. Nice. What do I do with them? The idea GoPro. Is when you reach Pasadena, you'll take pictures of Skynet's offensive. When you find them, put the goggles on. Pictures will be automatically sent to a military satellite that we hijack. That's it. Okay. That's it. We have a place ready before you leave. Take a look and see. I can get my hands on almost anything, but I don't normally. Das ist ja klar, es gibt nie was kostenlos, ne? Alles hat seinen Preis. Okay. Das ist der Vorratsspind, das hat er, das hab ich. So, ich habe ja schon mal, ich könnte ja schon mal hier zwei von diesen Dingern hier bunkern. Preis 400, ne? Das ist schon viel Geld, ne? Ja, Bunker ihn hier und Bunker ihn hier. Ist dasselbe? Okay. So. Ja, alles hat seinen Preis. Ich brauche dringend Heilung, ey. Ich habe hier ein paar Sachen gebunkert. Ach, die hat der andere Händler, wo ich sie gebunkert habe. Shit. Die Sachen sind alle weg jetzt. Ja, okay. Scheiß drauf. Ich bin eben fast krepiert, weil ich keine Heilung hatte. Das war nicht schön. Pistole, Gewehr und rotes Plasma. Ich bin gerade überfordert. Was? Was ist denn sowas hier? 1000! Am Arsch 1000! Vielleicht noch ein paar Energiezellen. Ein paar Stück. 2000! What? Dieser Wucher. Weißt du, was ich nicht mag? Steuern. Schlechte Serienenden. Ein unübersichtliches Inventar, also per se quasi vom Spiel her selbst. Weil wenn dann Leute wie du noch dazu Unordnung machen, ja, ich bin sehr unordentlich, ne? Wird katastrophal, das stimmt. Ja, aber das ist alles geordnet, wie es ist. Ich glaube, ich kann hier gar nichts verschieben. Siehst du? Ich kann nichts verschieben. Das ist einfach so standardmäßig so geordnet. Ich kann gar keine Unordnung machen. Das, wie du schon schreibst, die Unordnung kommt vom Spiel. Da habe ich jetzt echt keine. Ich würde noch mehr Unordnung machen. Gebe ich definitiv zu, ne? Aber leider habe ich nicht die Möglichkeit. Furchtbar. Ja, es ist dieser. Ja, ich kenne das, ne? Ich kenne das Problem. So, okay. Quartiermeister, ich bin dann mal weg. Ich habe kaum Heilung. Ich hätte die nicht bunkern dürfen bei dem anderen Händler. Oder ich komme vielleicht mal wieder zurück zum anderen Händler. That's it then. You're leaving us and going back to Pasadena. Okay. Not yet. I need to collect the rest of my stuff from our hideout. Ja. Fine by me. Let's go. Die begleitet mich jetzt die ganze Zeit oder was? Echt jetzt? Muss ich denn hin? Achso. Please, you need to tell me what happened there. Where's my husband? Ja, wo ist er denn? Darüber kann ich nicht sprechen. Er ist putt. We were ambushed on our way out of the metro station. Er hat das Rückgrat zerrissen. Nothing we could do. He died protecting us. I'm sorry. Ja, eigentlich haben wir ihn beschützt, ne? Natürlich erfolglos. Thank you for telling me this. Ja. Und tschüss. You did good by telling her. I don't care what Baron says. Ey, guck mal, diese Augen von ihr, ne? Die hat ein bisschen Wahnsinn in den Augen, oder? Ich glaube, sie ist ein Terminator. Believe me. Aaron would kill to know what happened to her husband. Naja, vielleicht nicht. Die wird anders reden, oder? So, ich bin weg hier. Oh, Hunde haben wir hier. Dann kannst du doch kein Terminator sein. Okay. Ist doch ein Mensch. Ich habe die Hunde nicht gesehen. Dann ist ja alles cool. Ja, ist ein Hund, ne? Oder sind auch Hundeterminator? Ist denn auch Hundeterminator? Für meinen ersten Einsatz als Tech-Com-Soldat wurde ich mit beauftragt. Okay, alles klar. Daten zusammen. Patrick! Look! Ryan fixed it! Ryan fixed the bus! Echt jetzt? That's great news! Did you help? No. I was there and helping Mark. Steig mal ein. Hallo! He's doing much better now. Kann er einsteigen? I hear that you fixed the bus.
Yeah, finally. What about you? Finally. You meet the resistance? Yeah, finally. Okay. Redet ihr nur, ich muss hier... I'll talk to Aaron. Oh, gibt's hier noch irgendwas zum Aufschließen? Nee, ne? Nee. Hallo? Hunde sind wichtig, sehr wichtig, ne? Terminator-Franchise. It was a close call, but auf jeden he's Fall. On the mend now. And I have to thank you for that. So, thank you. So, what's new with you? I've been ordered to go to Pasadena to collect some intel. Is there anything you need from there? Vielleicht Taco oder so. Right now, I don't need anything. Okay. When we were running away the other day, boxes of adrenaline, painkillers, and... Since he didn't bring anything with him, I'd imagine those stimulants might be useful to you. Na klar, when used in verstehe. Small doses, they can improve focus and alertness. If I were you, I'd take a look. So sieht's aus. Du hast doch nicht deine Meinung geändert. Er ist Geschichte. Willst du das mal hören? You never ask. Achso. War er mit dir im Lager? Kanntet ihr euch schon im Krieg? We lived together even before the bombing. I've been dealing with him and his boring stories for over 30 years. I must be getting old, because I wouldn't mind hearing one right now. Back at the camp, I used to think that the machines kept Peter alive to get me to cooperate. And we did. We ran with this little child that... Ist eine interessante Geschichte. Hey, du hast, ich hab grad gesehen, du hast abonniert mit Prime. Ich krieg keinen Alarm, ne? Vielleicht dauert es ein bisschen. Würde mich nicht wundern. Ey, vielen Dank, Hort. Ich guck mal gerade, ob das hier an meinem Ding hier liegt oder ob das. Ja, manchmal dauert das noch. Manchmal leckt das Teil. Ich check das mal gerade hier. Ich hab's nicht deaktiviert. Ich hab's nicht deaktiviert. Aber sowas reizt mich immer, das herauszufinden. Deshalb werde ich das herausfinden. Das werde ich herausfinden. Das wäre ja gelacht. Wäre das ja. Schauen wir doch mal. Was die Software so sagt. Ich versuch's mal wieder. Ist das der Kracher oder was? Resub mal 6. Die Software, die war wieder am Arsch, ne? Die Software ist immer am Arsch. Unfassbar. Da gehört die gar nicht hin. Aber hey, Cord, vielen Dank. Ist auch gut. Ist auch gut. Übrigens, ich weiß nicht, ob du den Chat verfolgen kannst von Miss Complicated. Nee, aber ich wundere mich immer, warum das Ding manchmal einfach nichts macht, ne? Aber Miss Complicated hat schon nachgefragt, erstens mal wegen Herr der Ringe, der Serie, und zweitens wegen Nerdgeplauder. Ey, Sebastian! 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 Hast du heute nicht eine OP gehabt oder war das jemand anderes? War das ein Sascha? Nee, hast du eine OP gehabt? Nee. Oder hat eine OP gehabt. Oder mehrere Leute. Oder 1000 Leute haben eine OP gehabt. Warst du einer davon? Vanucci! He became really cautious. Grüß dich! Grüß dich, da kannst du Peace machen. Peace. He convinced me that peace. In this sick world we could take... Ah, er hat eine OP gehabt! Bam! Siehst du? You know, ist so. No story has a happy ending. Okay, wie war's denn? Wie war's denn? Erzähl mal. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. ich hab gar nicht zugehört hier. Ist das schlimm? You didn't change your mind. Hab nicht zugehört. I'm packed and ready to go. Okay, dann fahren Sie bitte. Ja, genau. Jetzt fahren Sie bitte und lassen Sie mich in Ruhe. So, okay. Ich geh mal gerade in mein Versteck gucken, weil ich habe jetzt Platz ohne Ende. Hallo, Versteck! Really took a bite out of me. Wer hat da geredet? Wer redet da? Yeah, that one's on me. I tried to shave you 2 days ago and jetzt redet gar keiner mit mir. Hier habe ich mein Zeug gelagert. Hier, mein Medikits zum Beispiel. Die rutsche ich alle wieder mit hier. Was haben wir noch hier? Energiezellen. Rutsche ich alles mit.
Eigentlich kann ich alles mitnehmen, oder? Das ist alles deckbar. Alles, was deckbar ist, hole ich mit. Alles. Gott, der Finn Junior hat ist ein Follow. Wie jetzt? Zum 100. Mal, sag mal. Vega kann ich jedem empfehlen. Verstehe. Ja, was ist los mit dir, du feige Sau? Ist aber Cottback Finn Junior, was soll denn das? Du bist ja schon ein Follower. Schon seit Ewigkeiten. Jetzt bin ich schon wieder ein Follower. Unfassbar. Der hat bestimmt 1000 Accounts oder so. Kann das sein? Tausende Accounts. Der Rest ist da, oder? Wow, hab ich Zeug jetzt. Okay. Ach, den Werbmann kann ich auch noch benutzen. Für Medikits natürlich. Na komm. Herstellen. Okay. Und ich hab noch Platz im Inventar. So muss es sein. Diesmal aber ein letztes Mal. Er hat ja jetzt einen PC. Ah, okay, okay. Vermeintlich das letzte Mal, ja. Das musst du so sagen. So, was ist denn hier los? Sprechen. Du sprechen? I am. Do you need anything from Pasadena? No. I'm fine. Are you sure? Are you sure? Yes. There's nothing that I need from there. Ey, Sebastian hat mir eine WhatsApp geschickt. Oh, böses Ding. Böses Ding. Böses Ding. Das sieht nicht gut aus. Sebastian. Das sieht nicht gut aus. Oh ja. Okay. Was muss ich machen jetzt? Ich bin komplett raus jetzt. Collins Versteck oder? Was muss ich machen? Ich mach's erstmal in die Nebenmission, ne? Collins Versteck. Da mach ich zuerst. Dafür muss ich da raus. Ist das richtig? Hallo? Guck nicht so. Ist das hier Collins Versteck? Ja, okay. Du kannst dieses Gebiet jetzt nicht verlassen. Achso, ich mach's immer umgekehrt. Ich mach immer alle Nebenmissionen und dann die Hauptmission. Jetzt darf ich das nicht. Verdammt. I hate you. Muss ich jetzt nicht mit Danny Glover reden. Okay. I see you got that bus running again. You didn't think I would. Zock jetzt mit Papa SV Tor. Ist schon mal gut. Sehr gut. Sehr gut. Got it. Gute Entscheidung. Anyhow, I got something for you. I got something for you, bro. Terminierungsmesser. What? Nee, achso, das war so ein Ding. Habe ich das nicht schon? Ich dachte, jetzt hätte ich. Achso, für den einmaligen Gebrauch. LMT, wenn die Interaktionsanzeige auf seinem Rücken erscheint. It's called a termination knife. Termination knife? It's supposed to shut down a Terminator with a single stab. So, if you sneak in and you want to take them down silently, well, that's your go-to weapon. I guess you could say it terminates Terminators. Wow, that was almost as bad as Jan. Danny Glover, yeah, yeah. What's on your mind? Well, you really got me thinking about old Tucker again. In times like these, I wouldn't mind having him around. The only one who didn't lose his mind after Judgment Day. How did you handle it? I didn't. Alle Ciao. Ciao, Kakao. Nowadays, children are born with the idea of death, but back then, Tucker said, we need to be calm. Ah, ja. Habt ihr das Material? Did you contact the military? Well, we eventually found a military base. We assumed that we were safe. His whole job was to watch a button that he might never have. Imagine what he felt when Skynet sent those nukes without his knowledge. Finally, we found a couple houses, but the people there was Kentucky. Yeah. Managed to find some batteries, and we sat in front. They started to list cities to avoid. Cities that were hit by. Wie viele Städte wurden getroffen? How many cities were hit? Viele. I don't know exactly how many, but it took them a couple of minutes just to go through the A's. Oh, really? We looked at each other crying. We decided to stay mehr als ich dachte. Camp. Okay. Ich muss gehen.
Was mache ich jetzt bei der Hauptgeschichte? Wo geht's denn da weiter jetzt? Vision zurück nach Pasadena, Collins Versteck. Okay, ah ja, dann. Es geht ja nur da hinten raus, oder? Was willst du denn jetzt noch, Kollege? Pasadena? Yep, I am. I have a mission for you. A secret mission. Super important. Secret. Probably the most important of them all. What is it? What is it? Did you bring me my chalk? Ah ja, ganz wichtig. Yeah, it's at my house. I mean, if you could. I did bring you that bullet one time. I'll see what I can do. Cool. Was geil, das ist ein guter Auftrag. Den mach ich zuerst. Der ist wichtig. Kreide voller Überraschung. Okay. 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 Ich habe tolle Erinnerungen an das Wort Pasadena. Von Film meinst du, oder was? Oder meinst du aus dem anderen Zusammenhang? I am. Good. Moment, habe ich eigentlich schon Level Up? Nee, ne? Nee. Ja, war schon. Nee, war schon nicht gewesen. So, was ist hier los? Was ist hier los? Ich muss wieder plündern, ne? Plündern ist angesagt. Das ist das Spiel. Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Altmetall. Ist zu Hause. Was ist das für ein Symbol hier eigentlich? Speicherpunkt. Oh, Speicherpunkt. Krass. Okay. Und Werkbank. Ich mach einfach mal Speicherpunkt her. Es gab mal eine junge Frau. Ich war auch, was? Ich war auch jung. Die hatte den Spitznamen und andere Qualitäten. Auch auf die Gefahr, jetzt nicht politisch korrekt zu sein. Hä? Achso, die hat den Spitznamen Pasadena oder was? Echt jetzt? Wie kann man denn den Spitznamen Pasadena haben? Ich bin noch ein bisschen, am Grübeln, aber okay. Wir reden hier von einer echten Story. Oh shit, was ist denn hier los? Haut ab! Lass mich in Ruhe. Er kommt wieder zurück. Sag mal, was ist hier los? Hier ist Pasadena. Echt jetzt? Eine reale Person. Okay. Okay, das war so, dass, okay. Ich kenne Pasadena nur aus Serien und Filmen und so. Muss ich die kaputt machen, die da, oder, ich hab keine Ahnung. Lass die einfach mal rumfliegen. Infiltration! Ah! Hast du auch schon richtige Termisblatt gemacht? Oh ja, einige. Einige, ja. Ich hab so eine leichte Plasma, hier, so eine leichte Plasmakanone bekommen hier vom Widerstand. Also nicht die Dinger, die ich beim Terminator gefunden habe, sondern so was hier. Der ersten Generation. Oh. War auch schon okay, aber die haben zurückgeschossen. Das war das Problem. Die haben zurückgeschossen! Was ist das hier? So. Ich könnte mal auf der Karte gucken, wo ich bin. Hier ist was. Collins Versteck und die Kreide und hier ganz viele Sachen hier. Okay. Okay. Ah, ha, ha. Mausrad Foto machen. Wie soll ich Foto machen? Ich weiß mal ein Foto. Zack, geil, oder? Ich habe ein Foto gemacht. Krass. Ich bin Hobbyfotograf.
War ich denn auch schon drin? Oh, oh, oh! Was ist hier los? Aua, aua, aua! Aua! Kommt die auf einmal her? Verdammt, was soll das? Die Termis waren ja doof. Die hatten Naniten einsetzen sollen. Die hätten Naniten einsetzen sollen. Was sind Naniten? Naniten sind doch ganz kleine, atomar große, ne? Nanobots oder was? Ey, was soll das mit diesen komischen Viechern hier? Okay. Gibt es irgendwas Wichtiges, warum das hier bewacht wird? Was? Skynet Hunter Killer. Also ein Walker. Ein Skynet Hunter Killer Walker. Und ich soll ein Foto machen. Der ist wahrscheinlich irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Soll ich jetzt da lang gehen oder da lang gehen? Nanobots. Okay. Die Technologie haben die ja noch gar nicht, oder? Was war das für ein Geräusch? Ah, er hier. Oder was? Oh, was ist denn hier los? Hacken! Hacken sehr einfach. Das war das mit dem Frogger, ne? Okay, das war genau mein Spiel, ne? Frogger war damals, siehste, da kommen Spiele von 1982, die kommen wieder, werden wiederbelebt als Minispiel, oder? Da bin ich natürlich, das ist natürlich genau mein Ding, ne? Genau mein Ding! Oh, der hat mich erfasst, oder? Hallo? 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 Hä? Oh. Oh. Bösartig. Bösartig, ich weiß. Okay. Wo bin ich jetzt? Oh, hier ist eine Tür. Schwer. What? Sie überlebte den Tag des jüngsten Gerichts und die Hunter Killer. Und ich habe nur bei dem Versuch, meinen Namen in den Meta, den Tag, Brandschützen ein. Ich weigere mich zu glauben, dass es nichts auf der anderen Seite dieser Tür gibt. Ich wette, dieser Krieg würde enden, wenn ich sie nur öffnen könnte. Was? Diese Tür? Was ist mit der Tür? Dietrich Schwer. Kann ich nicht. Aber bald kann ich's. Ich bin schon weit. Oh, das ist. Da bin ich sehr, sehr scharf drauf, was da drin ist. Ich brauche 1000 Erfahrungspunkte. Dann kann ich Schloss knacken. Level 3. Weil der Kord hat gesagt, Schlösser knacken ist das Wichtigste. Ja. Deshalb kann ich das gleich. Ich brauche 1000 Erfahrungspunkte. Sprenge die Anhängertür, um hineinzugelangen. What? Achso, diese da. Ja, okay, Moment. Moment. Ich check jetzt erstmal die Lage hier. Hallo? Gibt's hier was? Altmetall. Okay. Klo hier. Naja. Oh. So, okay. Also was soll ich aufsprengen? Eine Tür da hinten. Hier. Soll ich einfach was hinwerfen oder was? Ich werf da einfach was hin. Eat this freak! Tschu! Krass.
Oh, oh, das ist nett. Was, was? Alles gut? Hab ich alles? Alles klar. Was sagt mein, oh, 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 er hier. T-825? Was ist das denn für einer? Ich hab nur die T-800 gesehen. Oh, oh. Oh, oh. Was gibt's hier? Speicherpunkt. Speicherpunkt wäre natürlich ein neues. Oder soll ich erst unten hingehen? Ich weiß nicht. Ich muss ja vielleicht... Ah, egal. Was ist denn hier los? Wo geht's denn da hin? Da geht's ja. Ach komm. Komm, dann mach ich das gerade, oder? Komm, ich geh jetzt zurück. Oh, 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 was war das? Schon wieder so ein Vieh. Das jag ich in die Luft hier. Wo ist es? Eat this freak! Tschu! Keine Munition mehr. Das kann ich jetzt. Kann ich die Terminatoren gar nicht mehr killen. Das ist schlecht. Verdammt. Ich brauche mehr Plasma-Munition. Ah, jetzt habe ich wieder was. Okay, aber ist nicht viel. Ah, hier ist eine komische Kiste. Habe ich eben nicht gesehen. Verdammt. Oh, Plasmazellen, immer gut. So, wo soll ich denn hin? Rechts von mir. Oben oder unten? Wahrscheinlich oben, ne? Ich gehe jetzt erstmal unten. Das sieht gefährlich aus hier. Was ist hier los? Laserfalle. Mit einer ausreichenden Sprengstoff-Fertigkeitsstufe kannst du ausgelegte Laserfallen vorübergehend entschärfen oder sogar einsammeln. Ich habe gar nichts, glaube ich, Sprengstoff. E und einsammeln. Ich kann das gar nicht, oder? Ich guck mal gerade. Sprengstoff? Nee, habe ich keinen geskillt. Das heißt, ich kann das nicht, oder? Alles klar. Hua! Naja, okay. Schließen? Nee. Oh, hier ist er hübsch. Ich brauche Munition für meine Plasma-Gun. Oh, Terminierungsmesser, ganz viel. Krass. Apothekenschlüssel. What? Dispensary? There has to be a hospital nearby. Ich habe schlimme Erinnerungen an Hospitäler. Wenn du jedoch einer der Terminatoren bist und das liest, dann gut für dich. Okay. Das ist wahrscheinlich von Colin selber, das da, ne? Patrick heißt der. Okay. Werkbank benutzen, das war's. Habe ich die Kreide gefunden jetzt oder nicht? Aber ich kann abspeichern. Naja, aber zuerst mal. Hier Energiezellen hier. Hier, gib mir Energiezellen. Okay. Herstellen. Alles. Gib mir alles. Und dann gib mir Heilung. Okay. Jetzt speichern. Okay, dann bin ich jetzt hier fertig. Okay. Ah! War ja fast reingelaufen, ja.
Okay. Und jetzt geht's welche Richtung? Entweder links oder ich soll mal aufdecken. Ich gehe mal rechts aufdecken. Was sagt meine Vision hier? Nichts. Vision. Nichts. Was war das für ein Geräusch? Ich werde gerade ertappt, aber von wem? Oh! Wo kommt die denn her? Haben die verloren aus den Augen? Man weiß es nicht. Hauen wieder ab dann? Wahrscheinlich, ne? Der wartet da immer noch. Warte, der ist oben drüber. Okay. Der war direkt über mir. Ich sehe gar keinen mehr. Ah, hier. Okay. Na, okay. Chemische Verbindung. Ah, ist was. Hey, Medikit. Ich liebe Medikit. Band. Boah, Plasmazelle. Was ist das denn? What the fuck? Plasmabeschleuniger. What? Was ist das denn? Scharfschützengewehr. What? Echt jetzt? Alter! Hoffentlich haut das Ding rein. Okay. Das ist ja krass. Kann ich das modifizieren? Natürlich kann ich das modifizieren. Der ersten Generation, okay. Aber ich mache immer so kleine Sachen hier rein, die nicht so viel Zeug haben. Hier Feuerrate zum Beispiel. Was brauche ich jetzt? Ein Dreier und Zweier, oder? Nee. Rechts 2, links 3. So weit hier. Okay. So, okay. Ich habe hier eine neue Waffe am Start. Da ist ein Typ. Ich habe zernichtet. Mit einem Schuss. Krass. Okay. Das war ja witzig. Okay. Kann ich dann jetzt hier abhauen wieder? Ach ne, ich war doch gar nicht überall. Kann ich jetzt abhauen vielleicht? Jetzt war ich überall hier, oder? Ich denke schon. Okay. Und nur? Jetzt rechts halten. Das ist richtig? Ja. Okay.
Da ist eine Munitionskiste, da will ich auch hin. Was sagt mein Ultravision? Ah, ganz viele Terminator. Macht das Sinn, da hinzugehen? Macht das Sinn? Oh! Das gibt mir gut ab, das da. Sehr gutes Gewehr. Skynet-Außenposten. Um einen Skynet-Außenposten auszuschalten, musst du den Generator zerstören. Alternativ kannst du den Hauptcomputer hacken. Hacken! Und die Kontrolle über alle feindlichen Türme im Außenposten übernehmen. Ich überlege noch. Commander, I've encountered Skynet's plasma storage. Ja. Oh, böses Ding. Bleib stehen. Haha. Haha. Das Gewehr ist ja Gold wert. Zack. Das war ein Glücksfund. R95, das habe ich doch, oder? Das ist hier. Ja. Ja, ich kann nicht noch mehr schleppen, oder? Eins könnte ich noch mitnehmen, falls ich nichts anderes finde. Weil jetzt wird's eng. Oh, das ist ein Turm. Oh, oh. Ja, wo soll denn das Ding zum Hacken sein, bitteschön? Kann ich da durch die Tür durch? Ah. Da wahrscheinlich, ne? Okay. Hallo. Okay. Das ist Energiebehälter. Ich würde das Ding immer gerne hacken jetzt. Hacken. Lass mich das eine Ding hacken hier. Da ist das Ding zum Hacken, glaube ich. Okay. Lass mich hacken, ich bin Frogger-Spieler. Ich kann das. Aber schon ein bisschen komplizierter jetzt. Verstehe. Egal. Ich hätte vielleicht laufen sollen, oder? Kann das sein? Muss ich diese ganze Scheiße wieder machen? Wahrscheinlich, ne? Natürlich muss ich die Scheiße wieder machen! Das war ja blöd. Bleiben sie stehen, wenn ich auf sie schieße. Jetzt läuft es natürlich wieder richtig beschissen, ne? Hallo!
God. Das ist ja echt clever von mir. Das war echt clever von mir. Wieso habe ich eigentlich das Anaplasma-Gewehr nicht am Start? Hab ich doch. Wieso hat er das eben nicht ausgewählt? Weiß nicht. Alter, das Gewehr! Naja, das war nicht schön. Eben war schöner gewesen, das erste Mal. War ja klar, dass nicht alles immer gleich funktioniert. Verdammt. So, auf ein neues mal wieder. Auf ein neues mal wieder, sehr gut. Das macht Sinn. Also, jetzt kommt wieder meine schöne Frogger-Partie. Dann muss ich laufen. Dann muss ich laufen. Nicht stehen bleiben, nicht verharren. Laufen. So, ich bin weg. Tschüss, war schön mit euch. Lalalala, ich bin mal weg. Bam. Oh, ich hab Level Up. Oh, ich hab Level Up. Das heißt, ich kann jetzt Schlösser knacken skillen. Oder Waffen halt, ne? Wenn Waffen 3, könnte ich das neue Plasmagewehr. Aber ich bin eher so der Schlossknacken-Typ, ne? Weil der Kord hat gesagt, das Wichtigste ist Schlösser knacken. Mach ich das doch. Aktivieren. Ach, das kostet gar keine 3 Punkte. Ich hab gedacht, das würde 3 Punkte kosten. Ja, da kann ich auch noch Waffen. Waffen kann ich, Ist kein Running Gag. Ist Tatsache, ist das. Oh, ich kann mal alles aktivieren. Ich kann auch Waffen 3 aktivieren. Kostet alles nur 1. Ich hab gedacht, das kostet so viel, wie hier hinten steht. Wie bei, Dingsbums. Skillpunkte bei, Divinity, ne? Ja, da kann ich auch Sprengstoff skillen, wenn der nur 1 kostet. Nee, aber dann könnte ich auch hier sowas hier machen. Härte 2 zum Beispiel. Und Härte 3 zum Beispiel. Oder Herstellen 2 zum Beispiel. Was ist denn hier Level 18 erforderlich? Das ist die Frage. Herstellen vielleicht. Ich kann nicht größere Medikits herstellen. Ja, ich mach's mal. Hacken. Ich muss hacken noch. Okay, ich muss hacken, ist auch wichtig. Jetzt habe ich keine Punkte mehr, ne? Nee. Okay. Kann ich jetzt das neue Plasma hier benutzen? Ihn hier. Wahrscheinlich, ne? Der macht mehr Schaden als er hier, oder?
Schaden 75, ja, der ist besser, aber der kann man nicht modifizieren, das ist das Problem, glaube ich. Doch, den kann man modifizieren. Dann verbessere ich den noch direkt. Hier machen wir eine höhere, kann man irgendwie, hier höheren Schaden, hier machen wir höheren Schaden. Was kann man noch machen? Feuerrad erhöhen. Dann brauche ich jetzt rechts 3, links 4, Quadrat. Er hier zum Beispiel. Oder er hier. Der kommt schon, ihn hier. Krass. Okay. Obwohl. Ah, jetzt habe ich kein Dings mehr, ne? Jetzt habe ich keine Optik mehr. Oder? Vorher gab's einen Rotpunkt. Egal, ich versuch's mal damit. So, und jetzt kann ich tatsächlich die eine Tür öffnen, ne? Hätte ich schon Bock drauf. Bin gespannt, was hinten dran ist. Ja, gibt scheinbar nichts mehr zu plündern im alten Skynet-Außenposten-Gedöns. Was hat hier? Nix. Was hat hier? Achso. Haben Sie doch was zu plündern für mich? Wahrscheinlich schon, ne? Na klar. Ich werde gleich hier eine Tür versuchen aufzumachen, ne? Da bin ich voll scharf drauf, ey. Das soll den Krieg beenden. Hat in den Brief gestanden. Hä, war ich da nicht schon mal drin gewesen? Kommt mir so bekannt vor. Ah, ne, doch nicht. Nö! Oder doch? Nee, keine Ahnung. Was macht da so komische Geräusche, bitteschön? Ah, hier. Was ist denn da los? Ist das einfach nur Grafik, so ein bisschen... Bisschen mehr Action in die Bude bringen. Oh, hacken! Verdammt! Wo geht's denn eigentlich hin? So, wo ist die Tür? Moment, ist noch... Ah ne, Skynet-Tor. Hier ist die Tür. Da muss ich ganz weit weg wieder. Will ich das? Ja, klar will ich das. Silberfisch? Ah. Ne, bevor ich weitergehe, ich versuche wirklich deine Tür zuerst mal aufzumachen. Ich bin sehr gespannt. Und dann höre ich mal auf langsam. Also ich mache die eine Tür auf und dann gehe ich irgendwie abspeichern. Okay, immer noch geradeaus. Okay, oder gibt's ja noch was? Eigentlich gibt's auch noch was, war ja klar. Was war das für ein Geräusch? Also links lang. Aber ich gehe links lang. Da wo ich hergekommen bin. Ich bin gerade verwirrt. Doch, da lang. Hallo? Oh, Spiel gespeichert. Einfach so. Okay. Geradeaus und dann rechts. Ach, das sind auch Feinde, ne? Ah, ne, komm, ich umgehe die. Einen anderen Weg. Scheiß drauf. Der wäre dann hier. Ne, geradeaus. Dann links. Bin ich schon richtig? Genau. Dann nochmal links. Also hier und dann nochmal links. Oh shit, wo kommt der denn her? Ah, der war eben auch schon da, ne? Gehen Sie weg. Lass mich in Ruhe. Genau. So, und jetzt gibt's irgendwo. Hier ist die Tür. Jetzt bin ich auch sehr gespannt.
Als erstes muss ich mal aufkriegen, ja. Ist ja sehr schwer. Ist ja sehr schwer. Okay. Ja, ist gar nicht so einfach hier. Hä? Überhaupt keine hier. Aufbrechen, 30%ige Chance. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was soll ich hier machen? Ist das dein Ernst? Was? 40 Millimeter da. Wo bin ich denn jetzt? Ja, da war ich ja schon gewesen, oder? Das war die Tür! Kann ich rumgehen? Wieso habe ich das getan? Was war denn mit dem Brief, oder? Ja, der hat hier gelegen, der Brief. Dafür habe ich das 4 Dietriche verschwendet. Na egal. So, okay, das war sehr dämlich. Und das war gut so. Jetzt speichere ich ab. Hab schon sehr viel erreicht jetzt. Wo ist denn das Speichern? Hier kann man gar nicht speichern. Das ist auf der anderen Seite das Speichern. Ne, im Haus ist es. Ist nur in das Haus rein. Komm ich denn da rein? Oh shit. Der Kollege. Ich hasse ihn. Wo ist er hin? Haha. Oh, so einer. Er sah aus wie von... Ah, ne. Ich hab grad gedacht, der sah aus wie bei... Ah! Bei dem Christian Bale Terminator-Film. Sah das aus. Kann das sein? Ich würde jetzt trotzdem hier mal gern speichern. Hier speichere ich. Irgendwo. Immer noch nicht. Sag mal, wo ist denn... Ah doch, da muss ich weitergehen. Okay. Sag mal, ich suche Ewigkeiten Speicherpunkt. Ich finde hier keinen. Was soll das? Ist auf der Karte in der Nähe. Da irgendwo. Wahrscheinlich. Jetzt haben wir jetzt erst noch ein bisschen Zeug ein. Das ist noch ein Feind. Okay, jetzt aber. Ist nicht dein Ernst. Ach, hier ist es ja. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Ich hab's gefunden. Hier hin? Ah ja.
als die andere Seite. Okay. Okay. So, was kann man denn herstellen? Zeig mal her. Ich brauche hier Plasma-Gedöns, brauche ich immer. Dann Medikits brauche ich immer. Was brauche ich eigentlich für die großen Medikits? Alles noch gesperrt. Vier von allem. Ja, okay, mach ich ein kleines. Dietrische brauche ich vielleicht noch mal ein paar. Okay. Das war's, glaube ich. Yo, Steven! Was geht ab? Ja, du kommst gerade richtig, weil ich höre jetzt gerade auf, ne? Ja. Ich speichere jetzt ab hier und dann ist mal gut. Aber. Joa, passt. Alles klar. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Cord, ne? Und Steven. Muss eh weiterarbeiten, naja, okay. Hab ich schon gewundert hier von der Uhrzeit. Alles klar. Okay, dann macht's mal gut, ne? Bis bald. Und tschüss, schönen Abend noch. Bis denn. Peace.